Kapitel 13, Blacktail. Mein Name ist Keen und die Reise geht weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Kapitel 13, Buße. Buße, Buße, jetzt gibt's Buße. Ich hatte jetzt auch ein bisschen was anderes erwartet. Also so wie der geguckt hat, der hat so einen wahnsinnigen Blick gehabt. Ich dachte, der springt die jetzt an. Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Habt ihr Hugo gesehen? Weg. Die kleine Ratte hat sich verdünnisiert. Ich will den jetzt nicht steuern. War zum Glück. Hugo! Antworte! Hugo! Warum läufst du so komisch? Oh, grob. Na toll. Ich glaube, ich stehe im Wald. Mein Kopf. Oh. Sachte. Ganz langsam. Jetzt kriegst du es wohl auch noch, oder was? Nicht anhalten. Weiter. Klingt. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Er belebt jetzt den Hund wieder. Der war doch in der Richtung. Ist das ein... Nicht anhalten. Dorf? Hier? Nicht anhalten. Keen, bleib stehen. Er steht. Er steht, habe ich gesagt. Ja. Sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon.
Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Ach, bei euch auch. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist so langsam, glaube ich, wirklich, die träumt das gerade. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein... Sie träumt. Hugo, das ist er. Sie träumt definitiv, weil das ist der an seinem Haus verbrannt ist. Das ist der Vater, Mutter? Von Lukas. Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! In Ruhe! Hugo... Wo bist du? Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Ha! Das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen gehabt. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Messerchen, genau. Den geht's gut. Süß, die zwei, ne? Halt sogar Händchen. Du musst den Kreisel drehen. Da war ein Kreisel? Kreisel? Bleibt man so scheiße. Ja, ne? Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Von der
drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Oh, jetzt lass ihn rennen. Komm. Komme, Mama. Ich gehe hier lang. Komm zurück. Da kommt wieder, wenn er Hunger hat. Da, sie ist da drin. Mama, hör auf, das ist sie nicht. Echt jetzt? Na toll, ich kann hier nichts machen. Was tust du hier? Das ist doch kein Ort. Fass mich nicht an! Deine Schwester? Nein! Hugo! Meine Schwester? Weg von ich hier. Höre jemanden! Hugo! Hugo! Ob sich der Traum bewahrheitet oder ob es alles doch nur ein Traum war, erfahren wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Keen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.